Johannes Kapitel 3 als erstes Bibelwort, als Grundlage für die Bibelauslegung, für die Verkündigung heute Abend. Wir wissen, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Also wollen wir miteinander Wort Gottes aufschlagen. Johannes 3 ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, von wann er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nun wollen wir dazu noch aus dem ersten Petrusbrief lesen, und zwar aus dem ersten Kapitel. 1. Petrus Kapitel 1. Da lesen wir zuvor im dritten Vers, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dazu lesen wir noch den 23. Vers. Da heißt es, die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Worte Gottes, das da ewiglich bleibt. Soweit zuvor die Schriftlesung. Ihr lieben Geschwister und Freunde, ich möchte mit etwas ganz Einfachem beginnen. Ich möchte uns mal eine Frage stellen am Anfang dieser Bibelstunde, damit wir uns heute Abend von vornherein verstehen, um was es bei unserem Thema geht, Bekehrung und Wiedergeburt. Darf ich mal die Frage stellen, wie sind wir, die wir heute Abend hier in diesem Gotteshaus versammelt sind, wie sind wir auf die Erde gekommen? Nun, ihr Lieben, die Antwort ist ganz einfach. Wir sind gekommen durch die Zeugung und Geburt von Vater und Mutter. Gibt es einen Menschen in unserer Mitte, der auf eine andere Art und Weise auf die Erde gekommen wäre? Nein. Wir können durch die Jahrtausende gehen, wir können durch die Völker gehen, wir können durch die Epochen der Weltgeschichte gehen. Wir kommen immer wieder zu diesem einen Punkt zurück. Jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, er sei ein Schwarzer oder ein Weißer, er sei ein Gelber oder gehöre zu irgendeiner anderen Rasse. Wie ist dieser Mensch auf die Erde gekommen? Durch die Geburt. Er ist von einem Vater gezeugt und von einer Mutter geboren. Gibt es einen Menschen auf dieser Erde, der nicht durch die Geburt auf die Erde gekommen wäre? Nein. Ich weiß, dass die moderne Wissenschaft darüber lacht. Und man macht die abscheulichsten Witze über Adam und Eva. Aber wenn wir der Sache auf den Grund gehen, müssen wir sagen, das ganze Menschengeschlecht, das gegenwärtig lebt, kommt von einem Menschenpaar, wo der männliche Teil Adam genannt wurde. Von dem hebräischen Wort Adama. Adama ist die rote vulkanische Ackererde in Israel. Wenn man heute in Israel Kartoffeln kaufen will, dann gibt's das Wort Kartoffeln in der hebräischen Sprache nicht. Da sagt man Tapuche Adama, Äpfel der Erde. Wie im Altdeutschen sagt man auch Erdäpfel. Statt Kartoffel sagt man Erdäpfel, Tapuche Adama. Was ist Adama? Die Erde, der Ackerboden.
Und wer ist aus dem Ackerboden genommen? Der Adam. Und dem Adam ist eine Gehilfin gemacht worden. Sie heißt Chava. Auf Lateinisch ist Eva draus geworden. Was heißt Chava? Chava von Komkan Kayim. Kayim bedeutet das Leben. Alles Leben, was es auf dieser Erde gibt, kommt durch die Chava, kommt durch die Mutter alles Lebens, wie es im Alten Testament heißt. Noch einmal. Das ganze Menschengeschlecht kommt durch Zeugung und Geburt in einer fortlaufenden Kette der Generationen, Geschlecht für Geschlecht, Epoche für Epoche. Es gibt keine andere Möglichkeit, den Boden dieser Erde als Mensch zu betreten. Sogar der Sohn Gottes hat unser Menschsein so geadelt, dass er selber Mensch wurde durch den Leib der Jungfrau Maria. Ihr lieben Geschwister, diese Frage ist klar. Aber nun kommen wir zu dem Thema des Abends und hier ist es uns oft leider nicht so klar. Wie kann denn ein Mensch nun den Himmel betreten? Noch einmal, wenn wir Erdenbürger werden wollen, müssen wir geboren werden. Und wenn wir Himmelsbürger werden wollen, genau das Gleiche. Müssen wir geboren werden, von Neuem geboren werden, wiedergeboren werden, wie es hier heißt, geboren aus Wasser und Geist. Gibt es eine andere Möglichkeit, in das Reich Gottes zu kommen? Nein. Warum nicht? Unser Heiland sagt hier in Johannes 3, Vers 5, muss aus Wasser und Geist geboren werden, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ihr lieben Geschwister und Freunde, das ist eines der wichtigsten Themen, über das wir zu sprechen haben. Wie es unmöglich ist, dass ein Mensch als Mensch auf die Erde kommt, es sei denn durch die irdische Geburt seiner leiblichen Mutter. Genauso ist es unmöglich, dass wir in den Himmel kommen, es sei denn durch die Wiedergeburt, durch die geistliche Geburt unserer himmlischen Mutter. Es gibt einen himmlischen Vater, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass wir einen Hohenpriester, einen Heiland haben, der sich nicht schämt, uns Brüder zu heißen. Wir sagen aus Ehrfurcht zu ihm nicht Bruder. Aber er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Und wir werden umgestaltet in das Bild dieses Erstgeborenen. Sind die letzten Verse von Römer 8. Aber ihr Lieben, wir vergessen, dass wir auch eine himmlische Mutter haben. Haben wir das je gelesen in der Bibel? Es steht in Galater 4, Vers 26. Das Jerusalem da droben, das himmlische Jerusalem, das ist die Freie und die ist unser aller Mutter. Wieso ist das himmlische Jerusalem unser aller Mutter? Galater 4, Vers 26. Galater 4, Vers 26, das Jerusalem da droben, das ist unser aller Mutter. Wieso? Tja, weil von dem himmlischen Jerusalem mit Feuerbrausen der Heilige Geist am ersten Pfingsttag in Jerusalem auf die Erde kam, in die Herzen der ersten Jünger. Und die ersten Jünger wurden von Neuem geboren. Und dass dieses himmlische Jerusalem unser aller Mutter ist, vermöge durch den Heiligen Geist, der auf die Erde gekommen ist und bei uns die Wiedergeburt wirkt, das lesen wir schon im Psalm 87. Da wird das irdische und das himmlische Jerusalem in eins gesehen. Und da heißt es als Beispiel, sie ist fest gegründet, die heilige Stadt Jerusalem, auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions über alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ja, was sind das für herrliche Dinge? Was sind das für heilige Berge? Nun, dort hat unser Heiland das Erlösungswerk vollbracht. Wir singen es ja in dem Lied, der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Der Weg zum himmlischen Jerusalem geht über das Erlösungswerk, das Christus im irdischen Jerusalem vollbracht hat. Und der Hebräer sagt, es gibt ein oberes und ein unteres Jerusalem. Es gibt ein himmlisches und ein irdisches Jerusalem. Und der Hebräer sagt ja nicht wie wir Jerusalem, nein. Der Hebräer sagt Jerusalem. Und wer ein bisschen der hebräischen Sprache mächtig ist, weiß, dass im die männliche Mehrzahlsform ist. Ot ist die weibliche Mehrzahlsform. Wir kennen das aus der Bibel, Zebaot ist weiblich. Und Cherubim und Seraphim
Das sind die Mehrzahlsformen, männlich. Und Jerusalem ist Mehrzahlsform im Hebräischen. Das steht, das sehen wir auf jedem Straßenschild, wenn wir durch Israel fahren. Kaum sind wir auf dem Flugzeug gestiegen, da lesen wir Jerusalem 51 Kilometer. Und dann fährt unser Autobus uns 51 Kilometer hinauf nach Jerusalem. Und warum sagt es der Hebräer in seiner Sprache, in der Mehrzahl, kann man denn eine einzige Stadt, dort wo jetzt ungefähr 500.000 Menschen wohnen, wo diese heilige Stadt Jerusalem ist, kann man denn das mit der Mehrzahl bezeichnen? Man müsste ja wörtlich übersetzt sagen, die Jerusalems. Der Hebräer kann es, weil er, wenn er sagt Jerusalem, nicht nur an das irdische, sondern an das himmlische Jerusalem denkt. Und das himmlische Jerusalem, das ist unser aller Mutter. Und dann zählt Psalm 87 auf. Diese sind da selbst geboren. Wer denn? Nun die Tyrer und die Babylonier und die Ägypter und die Philister. Ihr müsstet mal in einer stillen Stunde den 87. Psalm lesen. Da steht dreimal, diese sind da selbst geboren. Mann für Mann ist darin geboren. Wenn der Herr die Völker aufschreibt, spricht er, diese sind in Jerusalem geboren. Ja, ihr lieben Geschwister, das ist doch die Wiedergeburt. Die Völker sind doch von einem Stammvater, von Stammeltern haben die sich ausgebreitet nach Noah. Das wissen wir doch. Die weiße Rasse kommt von Japhet. Schwarze Rasse kommt von Ham. Und die Araber und Israeliten kommen von Sem. Deswegen spricht man von Antisemitismus. Ham, Sem, Japhet, das sind die drei Söhne von Noah. Die Japhetiten haben sich wieder aufgespalten. Die romanischen Völker, germanische Völker, nordische Völker, slawische Völker. Das wissen wir doch alles. Die kommen irgendalle von einem Stammvater, von einer Stammmutter. Aber wenn jetzt Psalm 87 sagt, Zion ist die Völkermutter. Alle Völker werden in Zion, in Jerusalem geboren. Was heißt das? Von Neuem geboren. Wer in den Himmel will, der muss durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden, der vor rund 2000 Jahren am ersten Pfingstfest mit Feuerbrausen vom Himmel auf diese Erde kam. Ihr lieben Geschwister, das ist aber jetzt nur die Einleitung. Darf ich noch einmal wiederholen? Genauso unmöglich, jetzt muss ich es betonen, genauso unmöglich wie ein Mensch ohne die irdische Geburt seiner Mutter auf die Erde kommen kann. Genauso unmöglich kann ein Mensch in den Himmel kommen ohne die geistliche Geburt, ohne die Wiedergeburt, ohne dem Leben aus Gott. Darum geht es also heute Abend. Ich nehme an, dass wir heute Abend als solche versammelt sind, sonst wären wir gewiss nicht hier. Wir wollen in den Himmel kommen. Wir wollen selig werden. Wir wollen Kinder Gottes sein. Wir wollen Christen sein. Wir wollen Jünger Jesu sein. Wir wollen Himmelsbürger sein. Wir wollen zur Brautgemeinde Jesu gehören, zum Leibe Jesu Christi. Wir wollen singen, er das Haupt und wir die Glieder, er das Licht und wir das Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Aber wie werden wir nun sein? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wer den Himmel will ererben, muss der Welt gestorben sein, muss von Neuem geboren sein, muss durch die Wiedergeburt ein Kind des lebendigen Gottes werden. Und nun, ihr Lieben, nachdem uns das klar ist, lasst uns doch mal dieses große Thema dieser neuen Geburt von verschiedenen Seiten beleuchten. Darf ich euch als erstes nach dieser kurzen Einleitung darlegen, warum wir von Neuem geboren werden müssen? Warum wir ohne diese neue Geburt den Himmel nicht ererben können? Ich möchte mit euch den Epheserbrief aufschlagen. Und da lesen wir im Epheserbrief im 2. Kapitel die klassische Antwort, die wir natürlich in anderen Bibelteilen auch finden im Neuen Testament. Aber Epheser 2 sagt das sehr deutlich. Ich darf das betonen, ich lese erstmal den Text vor. Epheser 2, Abvers 1. Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Moment, was steht hier geschrieben? Und auch euch, also die Gläubigen Ephesus, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Und dann geht es durch den 2. und 3. Vers und dann kommt im 4. Vers, Gott,
der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat. Noch einmal, Vers 5, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Das ist also die erste Antwort. Warum muss ein Mensch von neuem geboren werden? Er ist geistlich tot. Was heißt geistlich tot? Ihr lieben Geschwister und Freunde, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Das ist Kinderpsychologie. In meinem Leibe liegt das Weltbewusstsein. Ich kann mit meinem Leibe tasten. Ich kann schmecken, ich kann riechen, ich kann hören und ich kann sehen. Natürlich ist Hören und Sehen das Hauptorgan bei uns. Und vielleicht noch das Gefühl, die Nerven, die den Schmerz empfinden. Wenn ich also einen Leib habe, bin ich vollkommener Erdenbürger. Ich habe einen Leib aus Erde. Ich kann mit meinem Leibe alles wahrnehmen, was auf dieser Erde ist. Dann hat der Mensch eine Seele. Jetzt wird es unsichtbar. Der große Berliner Chirurg, wie hieß er noch, der Charité gegründet hat, hat gesagt, er hat viele tausend Menschen, Rudolf Virchow, er hat viele tausend Menschen in seinem Leben seziert, hat nie eine Seele gefunden. War Atheist im vorigen Jahrhundert. Da müssen wir sagen, mein lieber Herr Chirurg, du wirst auch nie eine Seele finden. Denn die Seele im Menschen ist das Unsichtbare. Und nun wieder ein Wort aus dem 2. Korintherbrief. Was steht da geschrieben? Was unsichtbar ist, das ist ewig. Was sichtbar ist, das ist vergänglich. Die Seele ist also ewig, darum ist sie unsichtbar. Die Seele ist unsterblich, darum ist sie unsichtbar. Wo steht's? 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitliche und leichte, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Also, wenn der Mensch ein Hauch aus Gott ist, und eine Seele hat, ist natürlich die Seele unsichtbar. Und warum ist sie unsichtbar? Weil sie ewig ist. Das lehnt ja die moderne Theologie auch ab, wenn man von der Unsterblichkeit der Seele spricht. Ist doch logisch. Alles, was unsichtbar ist, ist ewig. Und was ist nun in der Seele des Menschen? Nun, in der Seele des Menschen ist sein Gottesbild. Der Mensch kann sagen, ich denke. Der Mensch kann sagen, ich fühle. Der Mensch kann sagen, ich will. Es ist das Gottesbild des Menschen, sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein, seine Entscheidungsfreiheit. Er kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Das ist seine Seele. Im Leibe liegt sein Weltbewusstsein, in seiner Seele liegt sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein. Und dann? Tja, dann hat der Mensch noch einen Geist. Und im Geiste des Menschen liegt das Gottesbewusstsein. Und der Geist, von dem wir jetzt reden, da steht 17 Mal in Römer 8, Geist oder geistlich. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin und als Kind Gottes bin ich geistlich gesinnt. Das bedeutet also jetzt nicht Vernunft und Verstand und Intellektualität und ich bin jetzt Atomforscher, ich habe jetzt Intelligenzquotient 130, das bedeutet das nicht. Sondern Geist bedeutet, der Mensch hat ein Organ in sich, um Gott zu erkennen. Und der Geist des Menschen ist tot in Sünden und Übertretungen. Und das haben wir eben zweimal gehört aus Epheser Kapitel 2. Euch, die ihr tot wart in Sünden und Übertretungen. Natürlich Mensch, lebt der Mensch dem Leibe nach, klar. Unser Leben wäre 70 oder 80 Jahre. Und der Mensch hat auch eine Seele. Und der Mensch lebt bewusst in seiner Seele. Ich. Oh, das Ich in den Menschen, das ist groß. Aber wo ist der Geist des Menschen? Tot. Tot in Sünden und Übertretungen. Durch den Sündenfall ist der Mensch in einen dreifachen Tod verfallen. Der geistliche Tod. Jeder Mensch wird in diesem geistlichen Zustand, in diesem Todeszustand geboren. Dann muss er einmal leiblich sterben. Der zweite Akt. Wenn er in das Grab gelegt wird. Und dann muss der Mensch ewig sterben. Das heißt, in den Luther-Übersetzungen, die Elberfelder übersetzen nicht viel besser, heißt es, das ist der andere Tod.
steht aber gar nicht. Im griechischen Grundtext steht Deuteros Thanatos. Thanatos ist der Tod. Und was heißt Deuteros? Deuteros heißt wiederum. Wiederum Tod. Wir kennen das aus dem 5. Buch Mose. Die hohen Theologen sagen zu dem 5. Buch Mose Deuteronomium. Die sagen natürlich nicht wie wir 1., 2., 3., 4. Buch Mose. Die sagen Genesis und Exodus und Leviticus und Numeri und Deuteronomium, nicht? Die hohe Theologie hat ja so viele ausländische Bezeichnungen für die Bibel, die aber für uns gar nicht halsentscheidend sind. Aber es kann uns helfen. Wenn das 5. Buch Mose Deuteronomium heißt, heißt das wörtlich wiederum das Gesetz. Eine Wiederholung vom 2. Buch Mose ist im 5. Buch Mose. Um anzudeuten, Deuteros heißt wiederum. Und wenn es in Offenbarung, wir werden es hören am Samstag und Sonntag, Offenbarung 20 ab Vers 11 immer wieder heißt, das ist der andere Tod, das ist der andere Tod. Wer nicht gefunden ward, geschrieben in dem Buche des Lebens, der ward geworfen in den Feuersee, das ist der andere Tod, das ist der Deuteros Thanatos, das ist der wiederum Tod, in alle Ewigkeit wiederum Tod, in alle Äonen wiederum Tod, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten wiederum Tod, wiederum Tod, wiederum Tod, Tod ohne Ende, sterben ohne Tod zu sein ohne gestorben zu sein, wiederum Tod, Deuteros Thanatos. Die Väter der englischen Erweckung sagten, der bodenlose Schlund. Könnt ihr bei Spurgeon nachlesen oder Moody oder Roland Hill. Was heißt denn bodenloser Schlund? Der Mensch fällt in den Tod, in die Ewigkeit hinein. Und in alle Ewigkeit fällt er, ist er getrennt von Gott. Ist die Entfernung ohne Ende. Er fällt in den Tod, in den Tod, in den Tod. Und ist nie gestorben, sondern fällt in den bodenlosen Schlund. Deuteros Thanatos. Tja, Lieben, das ist etwas, was wir viel zu wenig erkennen. Darf ich mal ein persönliches Zeugnis sagen, wenn ich heute, je länger ich gläubig bin, zurückblicke auf die Verwandtschaft, aus der ich gekommen bin. Vaterseite waren 6 Geschwister, das war eine große Verwandtschaft. Zwar sind wir durch den Krieg in alle Winde zerstreut. Aber ich muss es so sagen, obwohl ich ungläubig war, ich bin ja im Alter von 24 Jahren erst zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, ich habe eine Bilderbuchkindheit gehabt. Trotz Zweiter Weltkrieg, trotz alledem, was mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden war, also ich gehöre nicht zu der Generation, die in der Bundesrepublik Deutschland mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist, nicht? Die tonnenweise die Butterbrote auf den Schulhöfen wegwirft. Also ich weiß, was Hunger ist, ich weiß, was Verfolgung ist, ich weiß, was Verschleppung ist, ich weiß, was Krieg ist. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich an meine Familie zurückdenke, eine Bilderbuchkindheit, was Vater und Mutter und Großmutter und Tante und alles, was da war, was Familie anbetrifft. Und wenn ich heute an diese Bilderbuchkindheit zurückdenke, Tod. Tod in Sünden und Übertretungen. Die ganzen Generationen, soweit ich mich erinnern kann, bis 1838, bis an den Urgroßvater, der 1870, 71 mit dem Krieg in Frankreich war. Soweit gehen die Erinnerungen zurück. Und von dem, was uns die Vorväter erzählt haben, ja, sie waren alle tot in Übertretungen und Sünden. Und nun greift die gewaltige Hand Gottes in mein Leben hinein. Ich komme an einem Sonntagabend zum Glauben an den Herrn Jesus. Ich werde von Neuem geboren. Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwochabend ist die Bibelstunde. Ich gehe in die Bibelstunde. Das erste Mal in meinem Leben als neuer, wiedergeborener Mensch bete ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Amen. Ja, was ist denn geschehen? Bekomme ich jetzt eine Anstecknadel? Werde ich jetzt in ein Parteibuch eingeschrieben? Was geschieht denn jetzt, wenn ich ein Kind Gottes, wenn ich jetzt wiedergeboren bin? Kommt denn der Gemeindeälteste oder der Prediger oder Pastor und sagt, ich beglückwünsche dich und heiße dich im Kreise unserer Kirchengemeinde willkommen? Du bist jetzt ein Kind Gottes? Nein. Nein, nein, nein. Was geschieht? Römer 8, Vers 16. Gottes Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Kein Mensch hat mir gesagt, du bist nun ein Kind Gottes. Sondern der Heilige Geist, der in mein Herz eingezogen war, bezeugte meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin.
dass ich herausgekommen bin aus diesem geistlichen Tode, wo ich, wenn ich jetzt zurückschaue auf die Jahre, auf die über 20 Jahre meiner Kindheit und meiner Jugend, Bilderbuchkindheit, goldige Kindheit, ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und wenn ich heute zurückblicke, all die lieben Verwandten und Bekannten, sie waren alle tot in Sünden und Übertretungen. Ehrbare Menschen, aufrichtige Menschen, gute Menschen, hilfsbereite Menschen, Menschen, die sich aufgeopfert haben. Menschen, die mit einem das letzte Stücklein Brot gebrochen haben. Und trotzdem waren sie verloren, tot in Sünden und Übertretungen. Und ihr Lieben, wenn wir das heute begreifen, dass all unsere Mitmenschen, zurzeit leben 5 Milliarden auf dieser Erdkugel, 5 Milliarden, dass die wirklich in den Augen Gottes tot sind in Sünden und Übertretungen. Ich glaube, ihr Lieben, dann bekommen wir auch eine andere Einstellung zu dem, was die Bibel Mission und Evangelisation sagt. Dass wir kennen, die Menschen, die uns begegnen, liebe Menschen, gute Menschen, zum Teil fromme Menschen. Gerade in einer dörflichen Gegend ist ja immer noch eine ganz andere heile Welt, als wenn man in die Großstädte kommt. Gewiss sind da viele ehrbare Leute und trotzdem tot in Sünden und Übertretungen. Und nun schaut, wenn dieser Punkt stimmt, dass wir diesem dreifachen Tode verfallen sind, müssen wir natürlich von Neuem geboren werden. Sonst können wir das Reich Gottes nicht ererben. Wir können nicht als geistlich Tote in den Himmel kommen. Das geht nicht. Ist ausgeschlossen. Darf ich das jetzt mal so sagen, um die Grenze zu zeigen? Vor 100 Jahren. Wo waren wir da? Ja, da waren wir nicht geboren, kein einziger von uns. Oder ist hier jemand, der über 100 Jahre alt ist? Vor 100 Jahren war keiner von uns geboren, jetzt sind wir alle da. Warum? Wir sind geboren. Und so müssen wir sagen, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist im Heiligen Geiste, das ist genau das Gleiche. Der ist für das Reich Gottes nicht da. Wenn aber ein Mensch wiedergeboren ist, dann ist er Himmelsbürger, dann ist er Kind Gottes. Also der erste Punkt, weil wir tot sind, müssen wir von neuem geboren werden. Und jetzt kommt zu dem Wie. Wie werden wir von neuem geboren? Wisst ihr, wenn man so als Evangelist herumreist, dann bekommt man ja langsam einen Einblick, was heute so in der geistlichen, christlichen Szene gespielt wird. Da spürt man, dass wir Gemeinde Jesu sind im Gefälle der Endzeit. Da hält man heute Bibelwochen und Verkündigungswochen und Zeltevangelisationen und Großmissionen und wie das alles heißen mag. Das zigtausende manchmal kostet. Ja, und wo sind die Menschen, die wiedergeboren sind? Nach diesen Großevangelisationen sind dann die leeren Plätze in den Gemeinden plötzlich alle gefüllt? Oh ihr Lieben, wenn wir an diesem Punkt mal ehrlicher würden, dann könnte man bei manchen Evangelisationen sagen, bei dem Aufwand, den getrieben wird und bei all den modernen Methoden, Menschen zum Glauben zu rufen, es ist keine Kraft zur Wiedergeburt da. Es gibt ein langes Vorprogramm, das muss natürlich eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Und dann darf der Evangelist von heutzutage über alles predigen, ihr Lieben, über alles. Aber wehe ihm, wenn er über 20 Minuten predigt. Bin ja gespannt, ob diese 20 Minuten Prediger zufrieden sind, wenn der liebe Gott sagt, so, ihr wart ja 20 Minuten im Himmel, das reicht euch doch nicht. 20 Minuten reicht doch. Was wollt ihr denn noch länger im Himmel? Ihr habt doch immer 20 Minuten da unten gepredigt. Entschuldigt ihr Lieben, wenn ich jetzt etwas engagiert spreche. Wir haben heute wenig wahrhaftige geistliche Wiedergeburten, weil wir nicht den Weg gehen, dass Menschen von neuem geboren werden können, dass es als erstes verkündigen, weil wir Sünder sind, weil wir verloren sind, weil wir durch Sünden und Übertretungen tot sind, müssen wir von neuem geboren werden. Aber wer predigt denn heute noch die Sünde? Wer nennt denn noch die Sünde mit Namen? Das ist das Erste. Und das Zweite? Tja, wir haben es ja eben gelesen, ich darf es vielleicht noch einmal aufschlagen aus dem 1. Petrusbrief. Aus dem unvergänglichen Samen, 1. Petrus 1, Vers 23, aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes werden wir von Neuem geboren. Ihr Lieben, wenn wir eine ungebrochene Stellung zur Bibel haben, wenn wir sagen, was in den Seiten dieses Buches, dieser Bibel steht, das glaube ich, das verkündige ich,
Wenn wir also das Wort Gottes verkündigen, kann ein Mensch, wenn der Same das Wort des Gottes in sein Herz fällt, von Neuem geboren werden. Warum? Ja, weil die Bibel eben nicht ein Buch ist wie andere Bücher auch. Weil die Bibel ein Ewigkeitsbuch ist. Weil in der Bibel die Inspiration des Heiligen Geistes ist. Die ganze Heilige Schrift ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Natürlich war Paulus und Mose und Johannes, das waren Schreiber der Bibel, aber nicht Verfasser. Verfasser ist Gott im Heiligen Geiste. Es heißt ja wörtlich Gottgehaucht, Theopneustos. Der Lateiner sagt Inspirata, deswegen sagen wir Inspiration. Es heißt wörtlich Theopneustos, von Gott gehaucht, von Gott geatmet ist die Bibel. Diese Inspiration, dieser Gotteshauch aus der Heiligen Schrift, der macht uns zu neuen Menschen. Das ist der Same zur Wiedergeburt und zu einem neuen Leben. Ich darf euch nochmal an das Wort erinnern, das steht ja auch hier im Johannesevangelium, als die Jünger in Kapernaum alle von unserem Heiland weggehen. Da lesen wir in Johannes Kapitel 6, wo also der Heiland sagt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Da steht Johannes 6, Vers 63, der Geist ist aber, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Meine Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben. Also die Worte des Herrn Jesu, das Wort Gottes, ist Geist und ist Leben. Und die Erweckungen im vorigen Jahrhundert, im Siegerland, im Bergischen Land, die vielen Erweckungen, die es im Hessenland gab, die vielen Erweckungen in Schlesien, in Pommern, in Ostpreußen, die vielen Erweckungen im Sauerland, im Westerwald. Wie sind die denn entstanden? Tja, da kamen die Schuster und die Schneider, die mir und mich durcheinander warfen. Die haben nichts anderes getan, als das Wort Gottes gepredigt. Heute haben wir ja in Russland große Erweckung. Das sind Brüder, die kaum richtig die Bibel vorlesen können und die Leute bekehren sich. Wenn man das liest, wie ein Ommichel vor 100 Jahren evangelisiert hat im Siegerland. Ja, die hohen Theologen, die lachen ja darüber. Aber denen wird mal das Lachen vergehen. Denn die Brüder haben nichts anderes als nur das geschriebene Wort verkündigt und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Also, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir haben müssen. Weil wir tot sind, müssen wir von Neuem geboren werden, aus dem Worte Gottes. Und warum müssen wir aus dem Worte Gottes geboren werden? Weil der Tod, der geistliche Tod in uns gekommen ist, als unsere ersten Eltern Adam und Eva das Wort Gottes verworfen haben. Der Stunde der Versuchung lassen sie das Wort Gottes fallen. Gott hat gesagt, wenn ihr esst von diesem Baum der Kenntnis von Gut und Böse, sollt ihr des Todes sterben. Haben sie nicht geglaubt. Sie hören auf die Stimme des Versuchers, sollte Gott gesagt haben. Der Baum ist lustig, er macht klug. Sie hören auf das Wort des Satans und der Tod kommt in die Welt. Der geistliche Tod, der leibliche Tod, der ewige Tod. Und weil die Menschen das Wort Gottes in der Stunde des Sündenfalles verachtet haben, darum kam der Tod. Und wenn wir heute den Tod nicht mehr haben, sondern das ewige Leben haben wollen durch die Wiedergeburt, können wir nur wiedergeboren werden aus dem Worte Gottes. Paulus sagt ja mal das Wasserbad im Wort. Und ich persönlich glaube, dass das hier in Johannes 3, Vers 3 und Vers 5 gemeint ist. Aus Wasser und Geist müssen wir von Neuem geboren werden. Das Wasserbad im Wort, das teure Bibelwort, das bringt uns das ewige Leben. Und der Heilige Geist, von dem wir eben gehört haben. Der Geist Gottes, das Jerusalem da droben ist, unser aller Mutter. Und diese himmlische Mutter sendet uns den Heiligen Geist. Und wir werden wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und das lesen wir ja besonders in Römer 8. Das ist ja dieses gewaltige Kapitel, wo 17 Mal in einem einzigen Kapitel der Geist Gottes vorkommt. Oder Geist oder geistlich. Da lesen wir in Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Vers 16. Derselbe Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Also durch die Wiedergeburt aus dem Wort heraus, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, werde ich ein Kind Gottes, werde ich von Neuem geboren. Ihr lieben Geschwister, das sind aber erstmal zwei Punkte. Und jetzt wollen wir mal zu dem dritten kommen. Es steht hier in unserem Textwort, Johannes 3, Vers 6, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe früher in den ersten Jahren, wo ich evangelisiert habe, dieses Wort nie so richtig verstanden. Ich verstehe es heute in einer doppelten Weise.
Also unser Heiland ist hier in Jerusalem und der Nikodemus besucht ja den Herrn Jesu bei Nacht. Und ihr Lieben, es kann am Tage 35 Grad in Jerusalem sein. 300 Tage Sonne im Jahr. Das ist das Heilige Land. Aber abends, Jerusalem liegt 800 Meter hoch, durchschnittlich. Der Ölberg ist 827 Meter hoch, an der höchsten Stelle am Skopusberg. Ihr Lieben, abends ist immer ein angenehmer, kühler Wind. Im Hochsommer genauso wie im März oder im Oktober. Im Juni, Juli, August, September, da kann es 35, da kann es 39, da kann es 42 Grad sein. Abends ein kühler Wind vom Mittelmeer. Ich kann mir also vorstellen, wenn der Heiland mit dem Nikodemus spricht und sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich mir lange nicht vorstellen konnte, war, was meint denn der Heiland, wenn er sagt, lasset euch nicht wundern, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsstet von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, du hörst sein Sausen wohl und weißt nicht, von wann er kommt und wohin er geht. Also ist ein jeglicher aus dem Geist geboren. Ihr Lieben, ich darf es so sagen. Der Wind ist unsichtbar. Hat keiner von uns den Wind gesehen. Aber der Wind ist zwar unsichtbar, aber eine reale Kraft. Mit dem Wind kann der Mensch starke Turbinen treiben. Der Wind auf dem Meer kann Schiffe zum Untergang bringen. Der Wind kann Türme und Häuser einstürzen lassen. Wir wissen, was ein Tornado oder ein Taifun ist, wo es manchmal Tausende von Todesopfern gibt auf den Südseeinseln oder in gewissen Gegenden von Mittelamerika oder in den Vereinigten Staaten. Der Wind hat eine ungeheure Kraft, die nichts widerstehen kann. Der Wind geht durch alle Ritzen, alle Fenster und alle Häuser. Und wenn nun der Heiland sagt, also ist ein jeglicher aus dem Geist geboren, das, ihr lieben Geschwister, bedeutet, die innere geistliche Wiedergeburt geschieht unsichtbar. Aber die unsichtbare Geburt in dem Herzen eines bußfertigen Sünders, die entwickelt in ihm eine Kraft, dass keine Macht der Welt dieser Kraft widerstehen kann. Warum nicht? Weil Johannes sagt, der uns auch dieses Johannesevangelium geschrieben hat, der sagt bei dem Geist des Antichristen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3 und 4, da sagt er, woran erkennt man den Geist des Antichristen? Nun, ein jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen. Das ist der Geist des Antichristen. Da sehen wir gleich, wo der Geist des Antichristen heutzutage zu finden ist. Die moderne Theologie leugnet, dass Jesus als Sohn Gottes in das Fleisch gekommen ist. Der Islam, die Mohammedaner leugnen, dass Allah einen Sohn hat. Das fromme Orthodoxentum, Judentum leugnet, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Der Kommunismus leugnet den Vater und den Sohn, dazu sagt man Atheismus. Da sehen wir doch gleich, wo der Geist des Antichristen ist. Ist das heutzutage eine Macht in dieser Welt? 750 Millionen Moslems? Fast 1 Milliarde Namenschristen, die in der heutigen Zeit durch diese falsche moderne Theologie verführt werden? 1/3 der Welt ist kommunistisch, atheistisch, marxistisch, materialistisch und wie das Istische alles heißen mag. Ist das heute eine Macht? Ja. Das ist die Großmacht in dieser Welt. Die Ideologie. Und nun sagt Johannes, der aber in euch ist, ist stärker als der Geist der Welt. Haben also wiedergeborene Gläubige einen Geist in sich durch die Wiedergeburt, dass keine Macht der Welt in der Lage ist, die Gläubigen zu überwinden? Ja. Die Gläubigen haben durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn es sein muss, den Märtyrertod zu erleiden. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes.
Und Apostel Paulus sagt in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Keine Schöpfung ist in der Lage, uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Denn Christus Jesus ist unserem Herrn. Warum nicht? Weil wir die Siegeskraft von Golgatha durch den Heiligen Geist in unserem Herzen haben. Und weil der Heilige Geist in uns größer ist als der Geist dieser Welt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir mutwillig sündigen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Die Sünde ist der Leute Verderben, das wissen wir. Aber in der Welt ist keine Macht der Welt in der Lage, Kinder Gottes im Glauben zu überwinden. Das haben unsere Missionare erlebt, die durch die kommunistische Gehirnwäsche gegangen sind. Keine Gehirnwäsche und keine Folter ist in der Lage, einen Menschen vom Glauben abzubringen. So mächtig ist die Wiedergeburt und der Heilige Geist. Was einen Gläubigen in seinem Glaubensleben zerstören kann, das ist die Sünde, die er selber tut, in die er selber einwilligt. Die Sünde da draußen tut uns nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 5, sonst müssen wir die Welt räumen. Die Sünde da draußen, die tut uns nichts. Aber die Sünde da draußen kriegt nur Macht über uns, wenn wir Sünde in unserem eigenen Leben dulden. Dann haben wir in unserem Herz den alten Adam, das ungebrochene Wesen, die eingefleischten Sünden, der eitle Wandel der Vorväter, sagt Petrus. Und diese Sündengewohnheiten in uns, die korrespondieren mit den Sünden da draußen. Das macht uns kaputt im Glaubensleben. Aber keine Macht der Welt ist in der Lage, einen Menschen, der die Wiedergeburt empfangen hat, ihm vom Glauben abzubringen oder seinen Glauben zu zerstören. Die Sünde ja. Aber die andere Welt ist nicht in der Lage. Ihr Lieben, das ist ein ganz großes Geheimnis. Und je weiter wir in die Endzeit hineinkommen, umso mehr kommen wir in eine Welt hinein, die dämonisiert ist bis zum geht nicht mehr. Ihr lieben Geschwister, ich sage es euch, die Leute von Sodom und Gomorra, die würden vor Scham erröten, wenn sie heute durch das christliche Europa, durch das christliche Deutschland gehen. Diese gräulichen Filme, diese gräulichen Videos, diese gräuliche Pornografie hat es in Sodom und Gomorra nicht gegeben, die es in unserem Lande gibt. Gesetzmäßig von oben herab erlaubt. Von einem Volk, das in einer Demokratie, Demos das Volk, Kratos die Herrschaft, die in einer Demokratie eine Regierung gewählt hat, die solche Gesetze erlässt. Das ist der Untergang des christlichen Abendlandes. Glaubt ja nicht, dass das vor den Haustüren der Gemeindehäuser Halt macht. Und hier wird's offenbar, ob wir als Kinder Gottes im Geist und in der Wahrheit wandeln. Da kann keine Macht der Welt uns etwas anhaben. Aber wenn wir in die Sünde einwilligen, dann, ihr Lieben, ist die Sünde der Leute Verderben. Aber solange ein Gläubiger dem Herrn Jesus nachfolgt, ist keine Macht in der Welt in der Lage, ihn zu überwinden. Die Wiedergeburt im Heiligen Geiste, der Geist Gottes, der in uns ist, der ist stärker als der Geist der Welt. Nun, ihr Lieben, wir kommen zu einem weiteren Punkt. Wenn wir jetzt gesagt haben, dass der Geist Gottes so stark in uns ist, weil er aus der Ewigkeit ist, aus dem himmlischen Jerusalem, weil wir wiedergeboren sind aus dem Samen des unvergänglichen Wortes Gottes, dann müssen wir noch mal die Frage stellen, es ist alles unsichtbar. Noch einmal Johannes 3, Vers 7, Vers 8. Also ist ein jeglicher aus dem Geist geboren. Also man kann den Wind nicht sehen, aber der Wind hat eine ungeheure Kraft. Wenn einer wiedergeboren ist, das kann man äußerlich nicht sehen. Aber an einem neuen Lebenswandel spürt man, dass ein Mensch wiedergeboren ist. Und die Wiedergeburt, die mir seine Kraft, die wie der Wind durch alle Widerstände geht, und den Gläubigen zum himmlischen Ziel bringen. Eindeutig. Aber das, ihr Lieben, ist jetzt nur, solange wir auf dieser Erde weilen. Solange wir auf dieser Erde weilen. Was ist denn einmal, wenn wir heimgerufen werden in die himmlische Herrlichkeit? Ihr Lieben, ich darf mal mit euch den 1. Korintherbrief aufschlagen und euch zeigen, dass die Wiedergeburt in uns ja ein großes Geheimnis bewirkt hat. Nämlich, dass uns 1. Korinther 15 ab Vers 35 die Frage beantwortet nach dem Auferstehungsleib. Wir werden ja als Kinder
Gottes nicht mit diesem Fleisch und Blut, das wir an uns haben, in das Himmelreich kommen. Nie und nimmer. Da steht Römer 15 zu eindeutig geschrieben, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Das Verwesliche wird nicht das Unverwesliche erben. Unmöglich. Alle Menschen müssen sterben, alles Fleisch vergeht zu Heu. Von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden. Eindeutig. Aber der Mensch, der wiedergeboren ist, bekommt einen Auferstehungsleib, einen Herrlichkeitsleib. Darf ich euch vorlesen? 1. Korinther 15, 35. Möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit welcherlei Leibe werden sie kommen, die Toten? Also die Toten werden auferstehen und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Natürlich nicht mit diesem Fleischesleibe. Eindeutig. Jetzt sagt Paulus, du Narr, was du sähst, wird ja nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, Weizen oder der anderen eines. Also, wenn ein Mensch in der Natur Weizen sät, tja, dann wird ein wogendes Weizenfeld daraus. Und wenn ein Mensch in der Natur so eine kleine Eichel nimmt, vielleicht ist sie 2 Zentimeter lang, dann wird nach 100 Jahren ein gewaltiger Eichbaum 30, 40 Meter hoch. Es gibt doch also keinen Menschen auf dieser Erde, der sagt, ich muss jetzt ein Loch 40 mal 40 Meter graben, muss in dieses Loch eine Eiche hineinwerfen, die Erde drauf machen und warten, bis wieder eine neue Eiche entsteht. Alle Bäume, alle Früchte, alle Pflanzen, alle Blumen entstehen aus Samenkörnern. Eindeutig. Nun sagt Apostel Paulus, du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, er sterbe denn. Genauso ist es bei dem Auferstehungsleib, ihr Lieben. Ist doch heute Abend kein Mensch in unserer Mitte, der denkt, wir werden im Himmel mit diesem Fleisch und Blut sein, wie wir jetzt sind. Nie und nimmer. Sondern der Apostel Paulus sagt, was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Das heißt, durch die Wiedergeburt habe ich in meinem Leibe unsichtbar, in meiner Seele, in meinem Geiste ein Samenkorn. Und dieses Samenkorn in mir ist, wenn ich mal gestorben bin und beerdigt werde, für den großen Tag der Wiederkunft, der Entrückung, der Heimholung der Gemeinde, ist das Samenkorn für den Auferstehungsleib. Und wie sieht dieser Auferstehungsleib aus? Es heißt hier in Vers 39, ein anderes Fleisch ist das der Fische, das der Vögel, das der Tiere. Ein anderes Licht hat Sonne, Mond und Sterne. Ein Stern übertrifft den anderen an Klarheit. Also, Vers 42, ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Das ist jetzt von den wiedergeborenen Gläubigen gesagt. Paulus schreibt an die wiedergeborenen Gläubigen in Korinth. Es wird gesät in Unehre und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Ja, das ist von den wiedergeborenen Gläubigen die Rede. Der Leib ist wie ein Samenkorn, der in die Erde gelegt wird. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wie denn geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Was heißt das? Tja, unser irdischer Stammvater, von dem wir durch die Generationen von Vater und Mutter, Großeltern, Urgroßeltern das Leben haben, wo wir unser Fleisch von haben. Tja, dieser erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele, ein seelischer Leib. Aus dem Boden der Ackererde bildete Gott den Leib, blies den Menschen den lebendigen Odem ein und so wurde mit der Mensch eine lebendige Seele. Seelischer Leib, seelisches Dasein, was wir haben. Das griechische Wort heißt Psychikos, wir kennen es von Psychologie. Anthropos Psychikos, der seelische Mensch. Und wenn wir wiedergeboren sind aus dem Heiligen Geiste, tja, ihr Lieben, darf ich es euch noch einmal lesen? Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Dann bekommen wir einen Herrlichkeitsleib, einen geistlichen Leib. So wie der Herr Jesus am dritten Tage auferstanden war, ließ sie 40 Tage bei seinen Jüngern sehen, ging durch geschlossene Fenster und Türen. Warum? Er hat einen geistlichen Leib. Und der geistliche Leib ist nicht mehr an Raum und nicht mehr an Zeit gebunden.
Der ist unsterblich, ewig, gewaltig. Und nun steht hier, wir werden auch so einen geistlichen Leib bekommen. Der erste Adam war seelisch, Vers 45. Der letzte Adam wurde zum Geist, der lebendig macht. Das ist unser Heiland Jesus Christus, der letzte Adam. Aber der Geistliche war nicht der Erste, sondern der Natürliche, danach der Geistliche. Also, wir haben den natürlichen, seelischen Leib von Adam. Von Christus bekommen wir den geistlichen Leib. Der erste Mensch ist von der Erde und der erste Mensch, der von der Erde ist, der ist irdisch-fleischlich. Der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Das ist unser Heiland Jesus Christus. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ihr Lieben, durch die Wiedergeburt haben wir einen Samenkorn in uns für den herrlichen Auferstehungsleib. Und die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die Bibel sagt, sie werden auferstehen zu ewiger Schmach und Schande. Nur die Wiedergeborenen werden mit Christus auferstehen und diesen Herrlichkeitsleib bekommen. Ich darf jetzt noch den Philipperbrief hinzunehmen. Das ist ja das gewaltige Wort in Philipper Kapitel 3. Unser Wandel übersetzt Luther. Das heißt wörtlich, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dannen wir auch zurückerwarten den Heiland, Jesus Christus, den Herrn, welcher unseren Leib der Niedrigkeit verherrlichen wird, zur Gleichförmigkeit seines Herrlichkeitsleibes. Und wenn wir wissen wollen, wie der Herrlichkeitsleib unseres Heilandes ist, dann schlagen wir Offenbarung 1 auf. Johannes sieht den erhöhten Herrn auf der Insel Patmos. Das Angesicht leuchtet wie die helle Sonne, Stimme wie Wasserrauschen, Augen glühen wie das hellste Feuer, die Beine wie Messing, das im Ofen glüht. Der auferstandene Herr erscheint dem Johannes und Johannes fällt um wie ein Toter. Und das sage ich allen lieben Geschwistern, ich sage das ernsthaft, allen lieben Geschwistern, die behaupten, sie hätten den Herrn Jesus gesehen. Dann muss ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, du lebst ja noch. Johannes auf der Insel Patmos fiel um wie ein Toter, als er den Herrn Jesus sah. So gewaltig war der Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus. Johannes fiel um wie ein Toter und der Herr musste seine Hand auf ihn legen und lebendig machen. Kein Mensch kann die Herrlichkeit des Herrn Jesu, solange er im irdischen Leibe lebt, überhaupt ertragen. Er fällt um wie ein Toter. Und heute rauscht es im christlichen Blätterwald und geht es durch alle Gemeinden. Eine Verführung und ein Irrgeist. Man hätte den Herrn Jesus gesehen. Visionen sehen, Auditionen hören. Das Wort audiere. Audition, ich habe was gehört, da hat der Jesus mit mir gesprochen. Dabei haben wir das ganze dicke Bibelbuch, wo der Jesus mit uns spricht. Ihr Lieben, was ist das für eine Verwirrung der Endzeit, wo die glaubende Gemeinde zerrüttet wird mit Visionen, Engelvisionen, Christuserscheinungen, wo Kolosser 2, Vers 18 sagt, man soll diesen Erscheinungen nicht glauben. Es ist Verführung. Wo der Heiland sagt, ihr werdet mich von nun an nicht sehen. Wie oft haben wir das im Neuen Testament, dass wir nicht sehen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In uns als Wiedergeborenen, ihr Lieben, ist durch die Wiedergeburt dieses Samenkorn für den Auferstehungsleib. Und das, ich glaube es persönlich für mich und für euch mit, das ist nach meiner Ansicht das Größte und das Gewaltigste, was es überhaupt gibt. Paulus sagt ja einmal, wir sind wohl selig doch in der Hoffnung. Denn wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Wir haben die Seligkeit, die Wiedergeburt unsichtbar in uns. Ihr müsst mir glauben, dass ich wiedergeboren bin. Ich gebe euch mein Zeugnis. Ich glaube euch, dass ihr wiedergeboren seid. Aber von außen beweisen könnt ihr mir nicht, dass ich wiedergeboren bin. Und ich kann euch auch nicht beweisen, dass ihr wiedergeboren seid. Aber, jetzt kommt das große Aber. Noch einmal, Johannes Kapitel 3, Vers 7 und 8. Wie der Wind, den du nicht siehst, ungeheure Kräfte entwickelt, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es muss durch einen christlichen Wandel offenbar werden,
dass du aus dem Geist geboren bist. Und das erste heißt, die Welt verlassen. Das zweite heißt, die Sünde hassen. Das dritte heißt, Christus erfassen. Das sind die Merkmale eines Menschen, der wiedergeboren ist. Als ich zum Glauben an den Herrn Jesus kam, es war an einem Mittwochabend, wo ich dann in der Gebetsstunde das erste Mal betete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Dann betete der Gemeindeälteste, Jesus, wir danken dir für den Neubekehrten in unserer Mitte. Befestige seinen Glauben, stärke ihn und so weiter, wie man so für Neubekehrte betet. Und dann? Tja, ihr Lieben, dann kam der Gemeindeälteste nicht mit einer langen Liste und sagte, so, mein lieber Bruder, wie ist dein Name? Aha, ich schreibe ihn jetzt hier oben hin. Also, mein lieber Bruder, du darfst jetzt nicht mehr. Erstens, zweitens, zehntens, 50, 100. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das sagte dieser Bruder gar nicht zu mir. Warum nicht? Tja, ihr Lieben, wenn ich wiedergeboren bin, dann will ich doch nichts mehr mit dem Code der Sünde zu tun haben. Ich habe doch 20 Jahre darin gelebt bis hier oben hin, obwohl wir eine anständige Familie waren und in einer anständigen Zeit lebten, als noch ein gewisser Konrad Adenauer regierte und noch ganz andere sittliche Verhältnisse in unserem Land waren. Wo die Leute im Kino rot wurden, wenn sich da irgendjemand mal mit einem anderen Menschen in den Arm nahm oder küsste. Das war doch eine ganz andere Zeit vor 30, 40 Jahren als heute. Und trotzdem war ich ein verlorener Sünder bis hier oben hin. Und dann komme ich zum Glauben an den Herrn Jesus und dann keinen Millimeter mehr in diese Welt zurück, in diese Sünde zurück, aus der ich gekommen bin. Es gibt natürlich auch eine schöne Welt. Es gibt auch schöne Sünden. Sehr schön. Die schönen Künste, nicht? Alles, was die Welt an Schönheit zu bieten hat, wo dann die Gläubigen fragen, darf ein Christ noch? Ich habe nie gefragt, darf ein Christ noch? Ich habe gesagt, Gott sei Lob und Dank, dass ich von diesem Code weg bin. Genauso wie Paulus sagt, ich achte alles für Code, auf dass ich Christum gewinne. Ihr Lieben, wenn einer wiedergeboren ist, dann will er nichts mehr mit diesen Dingen zu tun haben. Dann ist der Heilige Geist so stark in ihm. Das heißt man in der Bibel, der Geist, der in euch eifert, dass ein wahrer Wiedergeborener die Welt überwindet. Das steht in der Bibel. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also der Wind bläst, wo er will. Man sieht ihn nicht, er ist unsichtbar. Aber man spürt die Kraft des Windes. Und so spürt ihr die Kraft. Bei den anderen Geschwistern, ihr seht aus ihrem Zeugnis, aus ihrem Gebet, aus ihrem Lebenswandel, oh, das sind Kinder Gottes. Die sind wiedergeboren. Die sind nicht sündlos, die sind nicht fehlerfrei. Die müssen noch im Glauben wachsen. Das werden wir ja noch morgen und übermorgen hören. Aber hier ist echte Wiedergeburt geschehen. Die haben sich zu Christus bekehrt. Bekehrt, so heißt es im 1. Thessalonicher Brief, weg von den Abgöttern, hin zu dem lebendigen Gott. Und im Augenblick, wo sich der Mensch durch das Kreuz von Golgatha zu Gott bekehrt, gibt Gott vom Himmel die Antwort. Und die Antwort vom Himmel ist, dass der Heilige Geist in unser Herz einzieht, schenkt uns die Wiedergeburt. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Gott hat gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Jeder ruft aber, lieber Vater. Tja, ihr Lieben, darf ich euch heute Abend fragen, sind wir alle Kinder des lebendigen Gottes? Sind wir so von Neuem geboren? Von Neuem geboren oder ewig verloren? Kein Mensch betritt den Boden dieser Erde, sei denn durch seine Mutter geboren. Und kein Mensch wird den Himmel betreten, er sei denn aus dem Heiligen Geiste geboren. Ihr Lieben, lasst uns am Schluss dieser Stunde stille werden. Und dass wir uns selbst prüfen und selbst hinterfragen. Besonders wenn wir jüngere Menschen sind, die wir das irdische Leben und somit auch das Ewige noch vor uns haben. Auch wenn wir ältere sind, es geht auf die Ewigkeit zu. Alte Menschen müssen sterben. Junge Menschen können sterben. Und weil dem so ist, wollen wir uns hinterfragen, sind wir wahrhaftig von Neuem geboren? Sind wir bereit, wenn der Herr uns ruft, als junge Menschen, als alte Menschen, von Neuem geboren, wenn nicht, dann ewig verloren.
Und was hier der Heiland dem Nikodemus sagt, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Das müssen wir uns heute Abend gefallen lassen. Sind wir wirklich Kinder des lebendigen Gottes? Haben wir die Innewohnung des Heiligen Geistes? Haben wir die Gewissheit, dass Gottes Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind? Dann dürfen wir wissen, keine Macht der ganzen Welt reißt uns aus seiner Hand. Weder Tod noch Leben, was es sonst in der Welt geben mag. Wenn wir von neuem geboren sind, da mag kommen, was will. Da kann morgen die Atombombe fallen. Umso eher sind wir beim Herrn. Da kann der Antichrist und der Dritte Weltkrieg kommen und Gog von Magog und alles, was es in dieser Welt geben mag. Das wird unseren irdischen Leib zerstören, ja. Aber das ewige Leben ist in unseren Herzen dann nicht zu zerstören. Das ist die Wiedergeburt. Und die müssen wir haben, um ewig selig zu werden. Von dem wir durch die Generationen von Vater und Mutter, Großeltern, Urgroßeltern das Leben haben, wo wir unser Fleisch von haben. Tja, dieser erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele, ein seelischer Leib. Aus dem Boden der Ackererde bildete Gott den Leib, blies den Menschen den lebendigen Odem ein und so wurde mit der Mensch eine lebendige Seele, seelischer Leib. Seelisches Dasein, was wir haben. Das griechische Wort heißt Psychikos. Wir kennen es von Psychologie. Anthropos Psychikos, der seelische Mensch. Und wenn wir wiedergeboren sind aus dem Heiligen Geiste, tja, ihr Lieben, darf ich es euch noch einmal lesen? Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Dann bekommen wir einen Herrlichkeitsleib, einen geistlichen Leib, so wie der Herr Jesus am dritten Tage auferstanden war, ließ sie 40 Tage bei seinen Jüngern sehen, ging durch geschlossene Fenster und Türen. Warum? Er hat einen geistlichen Leib. Und der geistliche Leib ist nicht mehr an Raum und nicht mehr an Zeit gebunden. Der ist unsterblich, ewig, gewaltig. Und nun steht hier, wir werden auch so einen geistlichen Leib bekommen. Der erste Adam war seelisch, Vers 45. Der letzte Adam wurde zum Geist, der lebendig macht. Das ist unser Heiland Jesus Christus, der letzte Adam. Aber der Geistliche war nicht der erste, sondern der Natürliche, danach der Geistliche. Also, wir haben den natürlichen, seelischen Leib von Adam. Von Christus bekommen wir den geistlichen Leib. Der erste Mensch ist von der Erde und der erste Mensch, der von der Erde ist, der ist irdisch fleischlich. Der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Das ist unser Heiland Jesus Christus. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ihr Lieben, durch die Wiedergeburt haben wir einen Samenkorn in uns für den herrlichen Auferstehungsleib. Und die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die Bibel sagt, sie werden auferstehen zu ewiger Schmach und Schande. Nur die Wiedergeborenen werden mit Christus auferstehen und diesen Herrlichkeitsleib bekommen. Ich darf jetzt noch den Philipperbrief hinzunehmen. Das ist ja das gewaltige Wort in Philipper Kapitel 3. Unser Wandel übersetzt Luther. Das heißt wörtlich, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dannen wir auch zurück erwarten den Heiland, Jesus Christus, den Herrn, welcher unseren Leib der Niedrigkeit verherrlichen wird, zur Gleichförmigkeit seines Herrlichkeitsleibes. Und wenn wir wissen wollen, wie der Herrlichkeitsleib unseres Heilandes ist, dann schlagen wir Offenbarung 1 auf. Ihr Lieben, wenn einer wiedergeboren ist, dann will er nichts mehr mit diesen Dingen zu tun haben. Dann ist der Heilige Geist so stark in ihm. Das heißt man in der Bibel, der Geist, der in euch eifert. Dass ein wahrer Wiedergeborener die Welt überwindet. Das steht in der Bibel. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also der Wind bläst, wo er will. Man sieht ihn nicht, er ist unsichtbar. Aber man spürt die Kraft des Windes. Und so spürt ihr die Kraft.
bei den anderen Geschwistern, ihr seht aus ihrem Zeugnis, aus ihrem Gebet, aus ihrem Lebenswandel, oh, das sind Kinder Gottes, die sind wiedergeboren, die sind nicht sündlos, die sind nicht fehlerfrei, die müssen noch im Glauben wachsen, das werden wir ja noch morgen und übermorgen hören, aber hier ist echte Wiedergeburt geschehen. Die haben sich zu Christus bekehrt. Bekehrt, so heißt es im 1. Thessalonicher Brief, weg von den Abgöttern, hin zu dem lebendigen Gott. Und im Augenblick, wo sich der Mensch durch das Kreuz von Golgatha zu Gott bekehrt, gibt Gott vom Himmel die Antwort. Und die Antwort vom Himmel ist, dass der Heilige Geist in unser Herz einzieht, schenkt uns die Wiedergeburt. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Gott hat gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Jeder ruft aber, lieber Vater. Tja, ihr Lieben, darf ich euch heute Abend fragen, sind wir alle Kinder des lebendigen Gottes? Sind wir so von Neuem geboren? Von Neuem geboren oder ewig verloren? Kein Mensch betritt den Boden dieser Erde, sei denn durch seine Mutter geboren. Und kein Mensch wird den Himmel betreten, er sei denn aus dem Heiligen Geiste geboren. Ihr Lieben, lasst uns am Schluss dieser Stunde stille werden. Und dass wir uns selbst prüfen und selbst hinterfragen. Besonders wenn wir jüngere Menschen sind, die wir das irdische Leben und somit auch das Ewige noch vor uns haben. Auch wenn wir ältere sind, es geht auf die Ewigkeit zu. Alte Menschen müssen sterben. Junge Menschen können sterben. Und weil dem so ist, wollen wir uns hinterfragen, sind wir wahrhaftig von Neuem geboren? Sind wir bereit, wenn der Herr uns ruft, als junge Menschen, als alte Menschen, von Neuem geboren? Wenn nicht, dann ewig verloren. Und was hier der Heiland dem Nikodemus sagt, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Das müssen wir uns heute Abend gefallen lassen. Sind wir wirklich? Und die Antwort vom Himmel ist, dass der Heilige Geist in unser Herz einzieht, schenkt uns die Wiedergeburt. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Gott hat gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Jeder ruft aber, lieber Vater. Tja, ihr Lieben, darf ich euch heute Abend fragen, sind wir alle Kinder des lebendigen Gottes? Sind wir so von Neuem geboren? Von Neuem geboren oder ewig verloren? Kein Mensch betritt den Boden dieser Erde, sei denn durch seine Mutter geboren. Und kein Mensch wird den Himmel betreten, er sei denn aus dem Heiligen Geiste geboren. Ihr Lieben, lasst uns am Schluss dieser Stunde stille werden. Und dass wir uns selbst prüfen und selbst hinterfragen. Besonders wenn wir jüngere Menschen sind, die wir das irdische Leben und somit auch das Ewige noch vor uns haben. Auch wenn wir ältere sind, es geht auf die Ewigkeit zu. Alte Menschen müssen sterben. Junge Menschen können sterben. Und weil dem so ist, wollen wir uns hinterfragen, sind wir wahrhaftig von Neuem geboren? Sind wir bereit, wenn der Herr uns ruft, als junge Menschen, als alte Menschen, von Neuem geboren? Wenn nicht, dann ewig verloren. Und was hier der Heiland dem Nikodemus sagt, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Das müssen wir uns heute Abend gefallen lassen. Sind wir wirklich Kinder des lebendigen Gottes? Haben wir die Innewohnung des Heiligen Geistes? Haben wir die Gewissheit, dass Gottes Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind? Dann dürfen wir wissen, keine Macht der ganzen Welt reißt uns aus seiner Hand. Weder Tod noch Leben, was es sonst in der Welt geben mag. Wenn wir von Neuem geboren sind, da mag kommen, was will. Da kann morgen die Atombombe fallen. Umso eher sind wir beim Herrn. Da kann der Antichrist und der Dritte Weltkrieg kommen und Gog von Magog und alles, was es in dieser Welt geben mag. Das wird unseren irdischen Leib zerstören, ja.
aber das ewige Leben ist in unseren Herzen dann nicht zu zerstören. Das ist die Wiedergeburt. Und die müssen wir haben, um ewig selig zu werden. Die Erde kommt, es sei denn durch die irdische Geburt seiner leiblichen Mutter. Genauso ist es unmöglich, dass wir in den Himmel kommen, es sei denn durch die Wiedergeburt, durch die geistliche Geburt unserer himmlischen Mutter. Es gibt einen himmlischen Vater, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass wir einen Hohenpriester, einen Heiland haben, der sich nicht schämt, uns Brüder zu heißen. Wir sagen aus Ehrfurcht zu ihm nicht Bruder, aber er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Und wir werden umgestaltet in das Bild dieses Erstgeborenen. Das sind die letzten Verse von Römer 8. Aber ihr Lieben, wir vergessen, dass wir auch eine himmlische Mutter haben. Haben wir das je gelesen in der Bibel? Es steht in Galater 4, Vers 26. Das Jerusalem da droben, das himmlische Jerusalem, das ist die Freie und die ist unser aller Mutter. Wieso ist das himmlische Jerusalem unser aller Mutter? Galater 4, Vers 26. Galater 4, Vers 26, das Jerusalem da droben, das ist unser aller Mutter. Wieso? Tja, weil von dem himmlischen Jerusalem mit feuerbrausender Heilige Geist am ersten Pfingsttag in Jerusalem auf die Erde kam, in die Herzen der ersten Jünger. Und die ersten Jünger wurden von Neuem geboren. Und dass dieses himmlische Jerusalem unser aller Mutter ist, vermöge durch den Heiligen Geist, der auf die Erde gekommen ist und bei uns die Wiedergeburt wirkt, das lesen wir schon im Psalm 87. Da wird das Irdische und das himmlische Jerusalem in eins gesehen. Und da heißt es als Beispiel, sie ist fest gegründet, die heilige Stadt Jerusalem, auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions über alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ja, was sind das für herrliche Dinge? Was sind das für heilige Berge? Nun, dort hat unser Heiland das Erlösungswerk vollbracht. Wir singen es ja in dem Lied, der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Der Weg zum himmlischen Jerusalem geht über das Erlösungswerk, das Christus im irdischen Jerusalem vollbracht hat. Und der Hebräer sagt, es gibt ein oberes und ein unteres Jerusalem. Es gibt ein himmlisches und ein irdisches Jerusalem. Und der Hebräer sagt ja nicht wie wir Jerusalem, nein. Der Hebräer sagt Jerusalem. Und wer ein bisschen der hebräischen Sprache mächtig ist, weiß, dass IM die männliche Mehrzahlsform ist. Ot ist die weibliche Mehrzahlsform. Wir kennen das aus dem Bibelbuch, wo der Jesus mit uns spricht. Ihr Lieben, was ist das für eine Verwirrung der Endzeit, wo die glaubende Gemeinde zerrüttet wird mit Visionen, Engelvisionen, Christuserscheinungen, wo Kolosser 2, Vers 18 sagt, man soll diesen Erscheinungen nicht glauben. Es ist Verführung. Wo der Heiland sagt, ihr werdet mich von nun an nicht sehen. Wie oft haben wir das im Neuen Testament, dass wir nicht sehen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In uns als Wiedergeborenen, ihr Lieben, ist durch die Wiedergeburt dieses Samenkorn für den Auferstehungsleib. Und das, ich glaube es persönlich für mich und für euch mit, das ist nach meiner Ansicht das Größte und das Gewaltigste, was es überhaupt gibt. Paulus sagt ja einmal, wir sind wohl selig doch in der Hoffnung. Denn wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Wir haben die Seligkeit, die Wiedergeburt unsichtbar in uns. Ihr müsst mir glauben, dass ich wiedergeboren bin. Ich gebe euch mein Zeugnis. Ich glaube euch, dass ihr wiedergeboren seid. Aber von außen beweisen könnt ihr mir nicht, dass ich wiedergeboren bin. Und ich kann euch auch nicht beweisen, dass ihr wiedergeboren seid. Aber, jetzt kommt das große Aber. Noch einmal, Johannes Kapitel 3. Vers 7 und 8. Wie der Wind, den du nicht siehst,
ungeheure Kräfte entwickeln. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es muss durch einen christlichen Wandel offenbar werden, dass du aus dem Geist geboren bist. Und das erste heißt, die Welt verlassen. Das zweite heißt, die Sünde hassen. Das dritte heißt, Christus erfassen. Das sind die Merkmale eines Menschen, der wiedergeboren ist. Als ich zum Glauben an den Herrn Jesus kam, es war an einem Mittwochabend, wo ich dann in der Gebetsstunde das erste Mal betete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Dann betete der Gemeindeältester, Jesus, wir danken dir für den Neubekehrten in unserer Mitte. Befestige seinen Glauben, stärke ihn und so weiter, wie man so für Neubekehrte betet. Und dann? Tja, ihr Lieben, dann kam der Gemeindeältester nicht mit einer langen Liste und sagte, so, mein lieber Bruder, wie ist dein Name? Aha, ich schreibe ihn jetzt hier oben hin. Also, mein lieber Bruder, du darfst jetzt nicht mehr. Erstens, zweitens, zehntens, fünfzig, hundert. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das sagte dieser Bruder gar nicht zu mir. Warum nicht? Ja, ihr Lieben, wenn ich wiedergeboren bin, dann will ich doch nichts mehr mit dem Code der Sünde zu tun haben. Ich habe doch 20 Jahre darin gelebt bis hier oben hin, obwohl wir eine anständige Familie waren und eine anständige Tote. Und das sage ich allen lieben Geschwistern, ich sage das ernsthaft, allen lieben Geschwistern, die behaupten, sie hätten den Herrn Jesus gesehen. Dann muss ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, du lebst ja noch. Johannes auf der Insel Patmos fiel um wie ein Toter, als er den Herrn Jesus sah. So gewaltig war der Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus. Johannes fiel um wie ein Toter und der Herr musste seine Hand auf ihn legen und lebendig machen. Kein Mensch kann die Herrlichkeit des Herrn Jesu, solange er im irdischen Leibe lebt, überhaupt ertragen. Er fällt um wie ein Toter. Und heute rauscht es im christlichen Blätterwald und geht es durch alle Gemeinden. Eine Verführung und ein Irrgeist. Man hätte den Herrn Jesus gesehen. Visionen sehen, Auditionen hören. Das Wort audiere. Audition, ich habe was gehört, da hat der Jesus mit mir gesprochen. Dabei haben wir das ganze dicke Bibelbuch, wo der Jesus mit uns spricht. Ihr Lieben, was ist das für eine Verwirrung der Endzeit, wo die glaubende Gemeinde zerrüttet wird mit Visionen, Engelvisionen, Christuserscheinungen, wo Kolosser 2, Vers 18 sagt, man soll diesen Erscheinungen nicht glauben. Es ist Verführung. Wo der Heiland sagt, ihr werdet mich von nun an nicht sehen. Wie oft haben wir das im Neuen Testament, dass wir nicht sehen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In uns als Wiedergeborenen, ihr Lieben, ist durch die Wiedergeburt dieses Samenkorn für den Auferstehungsleib. Und das, ich glaube es persönlich für mich und für euch mit, das ist nach meiner Ansicht das Größte und das Gewaltigste, was es überhaupt gibt. Paulus sagt ja einmal, wir sind wohl selig doch in der Hoffnung. Denn wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Wir haben die Seligkeit, die Wiedergeburt unsichtbar in uns. Ihr müsst mir glauben, dass ich wiedergeboren bin. Ich gebe euch mein Zeugnis. Ich glaube euch, dass ihr wiedergeboren seid. Aber von außen beweisen könnt ihr mir nicht, dass ich wiedergeboren bin. Und ich kann euch auch nicht beweisen, dass ihr wiedergeboren seid. Aber, jetzt kommt das große Aber. Noch einmal, Johannes Kapitel 3, Vers 7 und 8. Wie der Wind, den du nicht siehst, ungeheure Kräfte entwickelt, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es muss durch einen christlichen Wandel offenbar werden, dass du aus dem Geist geboren bist. Und das erste heißt, die Welt verlassen. Das zweite heißt, die Sünde hassen. Und das erste heißt, die Welt verlassen. Das zweite heißt, die Sünde hassen. Das dritte heißt, Christus erfassen. Das sind die Merkmale eines Menschen, der wiedergeboren ist. Als ich zum Glauben an den Herrn Jesus kam, es war an einem Mittwochabend, wo ich dann in der Gebetsstunde das erste Mal betete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Dann betete der Gemeindeältester, Jesus, wir danken dir für den Neubekehrten in unserer Mitte.
befestige seinen Glauben, stärke ihn und so weiter, wie man so für Neubekehrte betet. Und dann? Tja, ihr Lieben, dann kam der Gemeindeälteste nicht mit einer langen Liste und sagte, so, mein lieber Bruder, wie ist dein Name? Aha, ich schreibe ihn jetzt hier oben hin. Also, mein lieber Bruder, du darfst jetzt nicht mehr. Erstens, zweitens, zehntens, 50, 100. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das sagte dieser Bruder gar nicht zu mir. Warum nicht? Tja, ihr Lieben, wenn ich wiedergeboren bin, dann will ich doch nichts mehr mit dem Code der Sünde zu tun haben. Ich habe doch 20 Jahre darin gelebt bis hier oben hin, obwohl wir eine anständige Familie waren und in einer anständigen Zeit lebten, als noch ein gewisser Konrad Adenauer regierte und noch ganz andere sittliche Verhältnisse in unserem Land waren. Wo die Leute im Kino rot wurden, wenn sich da irgendjemand mal mit einem anderen Menschen in den Arm nahm oder küsste. Das war doch eine ganz andere Zeit vor 30, 40 Jahren als heute. Und trotzdem war ich ein verlorener Sünder bis hier oben hin. Und dann komme ich zum Glauben an den Herrn Jesus und dann keinen Millimeter mehr in diese Welt zurück, in diese Sünde zurück, aus der ich gekommen bin. Es gibt natürlich auch eine schöne Welt. Es gibt auch schöne Sünden. Sehr schön. Die schönen Künste, nicht? Alles, was die Welt an Schönheit zu bieten hat, wo dann die Gläubigen fragen, darf ein Christ noch? Ich habe nie gefragt, darf ein Christ noch? Ich habe gesagt, Gott sei Lob und Dank, dass ich von diesem Code weg bin. Genauso wie Paulus sagt, ich achte alles für Code, auf dass ich Christum gewinne. Ihr Lieben, wenn einer wiedergeboren ist, dann will er nichts mehr mit diesen Dingen zu tun haben. Dann ist der Heilige Geist so stark in ihm, das heißt man in der Bibel, der Geist, der in euch eifert, dass ein wahrer Wiedergeborener die Welt überwindet. Das steht in der Bibel. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also der Wind bläst, wo er will. Man sieht ihn nicht, er ist unsichtbar, aber man spürt die Kraft des Windes. Und so spürt ihr die Kraft. Bei den anderen Geschwistern, ihr seht aus ihrem Zeugnis, aus ihrem Gebet, aus ihrem Lebenswandel, oh, das sind Kinder Gottes, die sind wiedergeboren. Die sind nicht sündlos, die sind nicht fehlerfrei, die müssen noch im Glauben wachsen. Das werden wir ja noch morgen und übermorgen hören. Aber hier ist echt, ist ein Gottesbild. Der Mensch kann sagen, ich denke. Der Mensch kann sagen, ich fühle. Der Mensch kann sagen, ich will. Das ist das Gottesbild des Menschen. Sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein, seine Entscheidungsfreiheit. Er kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Das ist seine Seele. Im Leibe liegt sein Weltbewusstsein, in seiner Seele liegt sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein. Und dann? Tja, dann hat der Mensch noch einen Geist. Und im Geiste des Menschen liegt das Gottesbewusstsein. Und der Geist, von dem wir jetzt reden, da steht 17 Mal in Römer 8, Geist oder geistlich. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin und als Kind Gottes bin ich geistlich gesinnt. Das bedeutet also jetzt nicht Vernunft und Verstand und Intellektualität und ich bin jetzt Atomforscher, ich habe jetzt Intelligenzquotient 130, das bedeutet das nicht. Sondern Geist bedeutet, der Mensch hat ein Organ in sich, um Gott zu erkennen. Und der Geist des Menschen ist tot in Sünden und Übertretungen. Und das haben wir eben zweimal gehört aus Epheser Kapitel 2. Euch, die ihr tot wart in Sünden und Übertretungen. Natürlich Mensch, lebt der Mensch dem Leibe nach, klar. Unser Leben wäre 70 oder 80 Jahre. Und der Mensch hat auch eine Seele und der Mensch lebt bewusst in seiner Seele. Ich, ich, ich. Oh, das Ich in den Menschen, das ist groß. Aber wo ist der Geist des Menschen? Tot. Tot in Sünden und Übertretungen. Durch den Sündenfall ist der Mensch in einen dreifachen Tod verfallen. Der geistliche Tod. Jeder Mensch wird in diesem geistlichen Zustand, in diesem Todeszustand geboren. Dann muss er einmal leiblich sterben. Der zweite Akt, wenn er in das Grab gelegt wird. Und dann muss der Mensch ewig sterben. Das heißt, in den Luther-Übersetzungen, die Elberfelder übersetzen nicht viel besser, heißt es, das ist der andere Tod. Steht aber gar nicht. Im griechischen Grundtext steht Deuteros Thanatos. Thanatos ist der Tod. Und was heißt Deuteros? Deuteros heißt wiederum. Wiederum Tod. Wir kennen das aus dem fünften Buch Mose.
Die hohen Theologen sagen zu dem fünften Buch Mose Deuteronomium. Die sagen natürlich nicht wie wir erste, zweite, dritte, vierte Buch Mose. Die sagen Genesis und Exodus und Leviticus und Numeri und Deuteronomium, nicht? Die hohe Theologie hat ja so viele ausländische Bezeichnungen für die Bibel, die aber für uns gar nicht heilsentscheidend sind. Aber es kann uns helfen. Wenn das fünfte Buch Mose Deuteronomium heißt, heißt das wörtlich wiederum das Gesetz. Eine Wiederholung von Theismus. Da sehen wir doch gleich, wo der Geist des Antichristen ist. Ist das heutzutage eine Macht in dieser Welt? 750 Millionen Moslems? Fast 1 Milliarde Namenschristen, die in der heutigen Zeit durch diese falsche moderne Theologie verführt werden? 1/3 der Welt ist kommunistisch, atheistisch, marxistisch, materialistisch und wie das Istische alles heißen mag. Ist das heute eine Macht? Ja. Das ist die Großmacht in dieser Welt. Die Ideologie. Und nun sagt Johannes, der aber in euch ist, ist stärker als der Geist der Welt. Haben also wiedergeborene Gläubige einen Geist in sich durch die Wiedergeburt, dass keine Macht der Welt in der Lage ist, die Gläubigen zu überwinden? Ja. Die Gläubigen haben durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen und, wenn es sein muss, den Märtyrertod zu erleiden. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und Apostel Paulus sagt in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, keine Schöpfung ist in der Lage, uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Denn Christus Jesus ist unserem Herrn. Warum nicht? Weil wir die Siegeskraft von Golgatha durch den Heiligen Geist in unserem Herzen haben. Und weil der Heilige Geist in uns größer ist als der Geist dieser Welt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir mutwillig sündigen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Die Sünde ist der Leute verderben, das wissen wir. Aber in der Welt ist keine Macht der Welt in der Lage, Kinder Gottes im Glauben zu überwinden. Das haben unsere Missionare erlebt, die durch die kommunistische Gehirnwäsche gegangen sind. Keine Gehirnwäsche und keine Folter ist in der Lage, einen Menschen vom Glauben abzubringen. So mächtig ist die Wiedergeburt und der Heilige Geist. Was einen Gläubigen in seinem Glaubensleben zerstören kann, das ist die Sünde, die er selber tut, in die er selber einwilligt. Die Sünde da draußen tut uns nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 5, sonst müssen wir die Welt räumen. Die Sünde da draußen, die tut uns nichts. Aber die Sünde da draußen kriegt nur Macht über uns, wenn wir Sünde in unserem eigenen Leben dulden. Dann haben wir in unserem Herz den alten Adam, das ungebrochene Wesen, die eingefleischten Sünden, der eitle Wandel der Vorväter, sagt Petrus. Und diese Sündengewohnheiten in uns, die korrespondieren mit den Sünden da draußen. Er sagt, er hat viele tausend Menschen, Rudolf Virchow, er hat viele tausend Menschen in seinem Leben seziert, hat nie eine Seele gefunden, war Atheist im vorigen Jahrhundert. Da müssen wir sagen, mein lieber Herr Chirurg, du wirst auch nie eine Seele finden. Denn die Seele im Menschen ist das Unsichtbare. Und nun wieder ein Wort aus dem 2. Korintherbrief. Was steht da geschrieben? Was unsichtbar ist, das ist ewig. Was sichtbar ist, das ist vergänglich. Die Seele ist also ewig, darum ist sie unsichtbar. Die Seele ist unsterblich, darum ist sie unsichtbar. Wo steht's? 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Also, wenn der Mensch ein Hauch aus Gott ist und eine Seele hat, ist natürlich die Seele unsichtbar. Und warum ist sie unsichtbar? Weil sie ewig ist. Das lehnt ja die moderne Theologie auch ab, wenn man von der Unsterblichkeit der Seele spricht. Ist doch logisch. Alles, was unsichtbar ist, ist ewig.
Und was ist nun in der Seele des Menschen? Nun, in der Seele des Menschen ist sein Gottesbild. Der Mensch kann sagen, ich denke. Der Mensch kann sagen, ich fühle. Der Mensch kann sagen, ich will. Das ist das Gottesbild des Menschen. Sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein, seine Entscheidungsfreiheit. Er kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Das ist seine Seele. Im Leibe liegt sein Weltbewusstsein, in seiner Seele liegt sein Ich-Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein. Und dann? Tja, dann hat der Mensch noch einen Geist. Und im Geiste des Menschen liegt das Gottesbewusstsein. Und der Geist, von dem wir jetzt reden, da steht 17 Mal in Römer 8, Geist oder geistlich. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin, und als Kind Gottes bin ich geistlich gesinnt. Das bedeutet also jetzt nicht Vernunft und Verstand und Intellektualität und ich bin jetzt Atomforscher, ich habe jetzt Intelligenzquotient 130, das bedeutet das nicht. Sondern Geist bedeutet, der Mensch hat ein Organ in sich, um Gott zu erkennen. Und der Geist des Menschen ist tot in Sünden und Übertretungen. Und das haben wir eben zweimal gehört aus Epheser Kapitel 2. Euch, die ihr tot wart in Sünden und Übertretungen. Natürlich Mensch, lebt der Mensch dem Leibe nach, klar. Unser Leben wäre 70 oder 80 Jahre. Und der Mensch hat auch eine Seele und der Mensch lebt bewusst. Es gibt ein himmlisches und ein irdisches Jerusalem. Und der Hebräer sagt ja nicht, wie wir Jerusalem, nein. Der Hebräer sagt Jerusalem. Und wer ein bisschen der hebräischen Sprache mächtig ist, weiß, dass im die männliche Mehrzahlsform ist. Ot ist die weibliche Mehrzahlsform. Wir kennen das aus der Bibel, Zebaot ist weiblich. Und Cherubim und Seraphim, das sind die Mehrzahlsformen, männlich. Und Jerusalem ist Mehrzahlsform im Hebräischen. Das sehen wir auf jedem Straßenschild, wenn wir durch Israel fahren. Kaum sind wir auf dem Flugzeug gestiegen, da lesen wir Jerusalem 51 Kilometer. Und dann fährt unser Autobus uns 51 Kilometer hinauf nach Jerusalem. Und warum sagt es der Hebräer in seiner Sprache, in der Mehrzahl? Kann man denn eine einzige Stadt, dort wo jetzt ungefähr 500.000 Menschen wohnen, wo diese heilige Stadt Jerusalem ist, kann man denn das mit der Mehrzahl bezeichnen? Man müsste ja wörtlich übersetzt sagen, die Jerusalems. Der Hebräer kann es, weil er, wenn er sagt Jerusalem, nicht nur an das irdische, sondern an das himmlische Jerusalem denkt. Und das himmlische Jerusalem, das ist unser aller Mutter. Und dann zählt Psalm 87 auf. Diese sind da selbst geboren. Wer denn? Nun, die Türer, und die Babylonier und die Ägypter und die Philister. Ihr müsstet mal in einer stillen Stunde den 87. Psalm lesen. Da steht dreimal, diese sind da selbst geboren. Mancher Mann ist darin geboren. Wenn der Herr die Völker aufschreibt, spricht er, diese sind in Jerusalem geboren. Ja, ihr lieben Geschwister, das ist doch die Wiedergeburt. Die Völker sind doch von einem Stammvater, von Stammeltern haben die sich ausgebreitet nach Noah. Das wissen wir doch. Die weiße Rasse kommt von Japhet. Schwarze Rasse kommt von Ham. Und die Araber und Israeliten kommen von Sem. Deswegen spricht man von Antisemitismus. Ham, Sem, Japhet, das sind die drei Söhne von Noah. Und die Japhetiten haben sich wieder aufgespalten. Die romanischen Völker, germanische Völker, nordische Völker, slawische Völker. Das wissen wir doch alles. Die kommen irgend alle von einem Stammvater, von einer Stammmutter. Aber wenn jetzt Psalm 87 sagt, Zion ist die Völkermutter. Alle Völker werden in Zion, in Jerusalem geboren. Was heißt das? Von Neuem geboren. Wer in den Himmel will, der muss durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden, der vor rund 2000 Jahren am ersten Pfingstfest mit Feuerbrausen vom Himmel auf diese Erde kam. Ihr lieben Geschwister, das ist aber jetzt nur die Einleitung. Darf ich noch einmal wiederholen? Genauso unmöglich. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ihr Lieben, durch die Wiedergeburt haben wir einen Samenkorn in uns für den herrlichen Auferstehungsleib. Und die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die Bibel sagt, sie werden auferstehen zu ewiger Schmach und Schande. Nur die Wiedergeborenen
werden mit Christus auferstehen und diesen Herrlichkeitsleib bekommen. Ich darf jetzt noch den Philipperbrief hinzunehmen. Das ist ja das gewaltige Wort in Philipper Kapitel 3. Unser Wandel übersetzt Luther, das heißt wörtlich, unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch zurückerwarten den Heiland, Jesus Christus, den Herrn, welcher unseren Leib der Niedrigkeit verherrlichen wird, zur Gleichförmigkeit seines Herrlichkeitsleibes. Und wenn wir wissen wollen, wie der Herrlichkeitsleib unseres Heilandes ist, dann schlagen wir Offenbarung 1 auf. Johannes sieht den erhöhten Herrn auf der Insel Patmos. Das Angesicht leuchtet wie die helle Sonne, Stimme wie Wasserrauschen, Augen glühen wie das hellste Feuer, die Beine wie Messing, das im Ofen glüht. Der auferstandene Herr erscheint dem Johannes und Johannes fällt um wie ein Toter. Und das sage ich allen lieben Geschwistern, ich sage das ernsthaft, allen lieben Geschwistern, die behaupten, sie hätten den Herrn Jesus gesehen. Dann muss ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, du lebst ja noch. Johannes auf der Insel Patmos fiel um wie ein Toter, als er den Herrn Jesus sah. So gewaltig war der Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus. Johannes fiel um wie ein Toter und der Herr musste seine Hand auf ihn legen und lebendig machen. Kein Mensch kann die Herrlichkeit des Herrn Jesus, solange er im irdischen Leibe lebt, überhaupt ertragen. Er fällt um wie ein Toter. Und heute rauscht es im christlichen Blätterwald und geht es durch alle Gemeinden. Eine Verführung und ein Irrgeist. Man hätte den Herrn Jesus gesehen. Visionen sehen, Auditionen hören. Das Wort audiere, Audition. Ich habe was gehört, da hat der Jesus mit mir gesprochen. Dabei haben wir das ganze dicke Bibelbuch, wo der Jesus mit uns spricht. Ihr Lieben, was ist das für eine Verwirrung der Endzeit, wo die glaubende Gemeinde zerrüttet wird mit Visionen, Engelvisionen, Christuserscheinungen, wo Kolosser 2, Vers 18 sagt, man soll diesen Erscheinungen nicht glauben. Es ist Verführung, wo der Heiland sagt, ihr werdet mich von nun an nicht sehen. Wie oft das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lasst dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, von wann er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nun wollen wir dazu noch aus dem ersten Petrusbrief lesen, und zwar aus dem ersten Kapitel. 1. Petrus Kapitel 1, da lesen wir zuvor im dritten Vers, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dazu lesen wir noch den 23. Vers, da heißt es, die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Worte Gottes, das da ewiglich bleibt. Soweit zuvor die Schriftlesung. Ihr lieben Geschwister und Freunde, ich möchte mit etwas ganz Einfachem beginnen. Ich möchte uns mal eine Frage stellen am Anfang dieser Bibelstunde, damit wir uns heute Abend von vornherein verstehen, um was es bei unserem Thema geht, Bekehrung und Wiedergeburt. Darf ich mal die Frage stellen, wie sind wir, die wir heute Abend hier in diesem Gotteshaus versammelt sind, wie sind wir auf die Erde gekommen? Nun, ihr Lieben, die Antwort ist ganz einfach. Wir sind gekommen durch die Zeugung und Geburt von Vater und Mutter. Gibt es einen Menschen in unserer Mitte, der auf eine andere Art und Weise auf die Erde gekommen wäre? Nein. Wir können durch die Jahrtausende gehen, wir können durch die Völker gehen, wir können durch die Epochen der Weltgeschichte gehen.
Wir kommen immer wieder zu diesem einen Punkt zurück. Jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, er sei ein Schwarzer oder ein Weißer, er sei ein Gelber oder gehöre zu irgendeiner anderen Rasse. Wie ist dieser Mensch auf die Erde gekommen? Durch die Geburt. Er ist von einem Vater gezeugt und von einer Mutter geboren. Gibt es einen Menschen auf dieser Erde, der nicht durch die Geburt auf die Erde gekommen wäre? Nein. Ich weiß, dass die moderne Wissenschaft darüber lacht. Und man macht die abscheulichsten Witze über Adam und Eva. Geist dieser Welt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir mutwillig sündigen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Die Sünde ist der Leute verderben, das wissen wir. Aber in der Welt ist keine Macht der Welt in der Lage, Kinder Gottes im Glauben zu überwinden. Das haben unsere Missionare erlebt, die durch die kommunistische Gehirnwäsche gegangen sind. Keine Gehirnwäsche und keine Folter ist in der Lage, einen Menschen vom Glauben abzubringen. So mächtig ist die Wiedergeburt und der Heilige Geist. Was einen Gläubigen in seinem Glaubensleben zerstören kann, das ist die Sünde, die er selber tut, in die er selber einwilligt. Die Sünde da draußen tut uns nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 5, sonst müssen wir die Welt räumen. Die Sünde da draußen, die tut uns nichts. Aber die Sünde da draußen kriegt nur Macht über uns, wenn wir Sünde in unserem eigenen Leben dulden. Dann haben wir in unserem Herz den alten Adam, das ungebrochene Wesen, die eingefleischten Sünden, der eitle Wandel der Vorväter, sagt Petrus. Und diese Sündengewohnheiten in uns, die korrespondieren mit den Sünden da draußen. Das macht uns kaputt im Glaubensleben. Aber keine Macht der Welt ist in der Lage, einen Menschen, der die Wiedergeburt empfangen hat, ihm vom Glauben abzubringen oder seinen Glauben zu zerstören. Die Sünde ja. Aber die andere Welt ist nicht in der Lage. Ihr Lieben, das ist ein ganz großes Geheimnis. Und je weiter wir in die Endzeit hineinkommen, umso mehr kommen wir in eine Welt hinein, die dämonisiert ist bis zum geht nicht mehr. Ihr lieben Geschwister, ich sage es euch, die Leute von Sodom und Gomorra, die würden vor Scham erröten, wenn sie heute durch das christliche Europa, durch das christliche Deutschland gehen. Diese gräulichen Filme, diese gräulichen Videos, diese gräuliche Pornografie hat es in Sodom und Gomorra nicht gegeben, die es in unserem Lande gibt. Gesetzmäßig von oben herab erlaubt. Von einem Volk, das in einer Demokratie, Demos das Volk, Kratos die Herrschaft, die in einer Demokratie eine Regierung gewählt hat, die solche Gesetze erlässt. Das ist der Untergang des christlichen Abendlandes. Glaubt ja nicht, dass das vor den Haustüren der Gemeindehäuser Halt macht. Und hier wird's offenbar, ob wir als Kinder Gottes im Geist und in der Wahrheit wandeln. Da kann keine Macht der Welt uns etwas anhaben. Aber wenn wir in die Sünde einwilligen, dann, ihr Lieben, ist die Sünde der Leute verderben. Aber solange ein Gläubiger dem Herrn Jesus nachfolgt, ist keine Macht in der Welt in der Lage, ihn zu überwinden. Die Wiedergeburt im Heiligen Geiste, der Geist Gottes, der in uns ist, der ist stärker.